Wenn wir, liebe Schwestern und Brüder, auf die Worte des Weisheitsbuches hören, wenn auch ein wenig unterbrochen durch die beiden Feste, gestern und das morgige Fest, so ist es doch zu spüren in diesen Gedanken, die so sehr nahe dem Neuen Testament sind, dass sie gerade, was das Buch der Weisheit angeht, in den ersten Sammlungen der ersten Jahrhunderte dieses ganze Buch, und zwar nicht nur, weil es schon in Griechisch geschrieben ist, dem Neuen Testament zugerechnet wurde. In vielen Aufstellungslisten findet sich dieses Buch der Weisheit im Neuen Testament. Die ganze Weisheitsliteratur hat die Kirche immer so gelesen, dass es ein Ausblick, eine Ankündigung Christi ist, wie es hier in der Ahnung und der Hoffnung auf Auferstehung zum Ausdruck kommt. Es ist jene Weisheit, die in diesen Büchern, auch gerade in diesem sogenannten Buch der Weisheit, besungen wird. Eine Weisheit, die aus Gottes Mund direkt hervorgeht. Wir werden das in wenigen Wochen, so Gott will, wieder singen dürfen in der ersten O-Antiphon. Aber wir haben zu lernen, dass dieses so wohlklingende Wort von der Weisheit, die viele damals angesprochen hat, auch viele Intellektuelle, dass dieses Wort so konkret wird, dass es am Schluss als gewickeltes Kind in einer Futterkrippe liegt. Das ist eine der großen Auseinandersetzungspunkte im Pontifikat des Papstes gewesen, den die Kirche heute feiert und den sie zu Recht den Großen nennt, Leo den Großen. Mönche sind immer anfällig für neue Theorien. Sie neigen dazu, sich allzu sehr damit zu beschäftigen. Und eine solche Theorie und Theologie hieß, Christus war ganz Gott, aber nicht ganz Mensch. Das ist die Antwort sozusagen auf die eine Irrlehre, die die Menschlichkeit Jesu so betont, dass von seinem Gottsein nichts übrig bleibt, dass er eine Person ist und zwei Naturen hat. Darum ringt die Kirche sehr, diese Frage zu klären. Ganz göttliche Natur, ganz menschliche Natur. Und dieser Papst, wir würden das vielleicht heute als Tausendsasser bezeichnen, der schon als Archidiakon seiner beiden Vorgänger gewirkt hat, den man nach Gallien schickt, und das ist ja nicht mal gerade heute im Zeitalter des Herumjettens eine Tagestour gewesen, der in Gallien unterwegs ist, hier in unserer Gegend, mal wieder, um auszugleichen, um Krisen einzudämmen, und der genau in seiner Abwesenheit zum Papst gewählt wird, dann zum Bischof geweiht und schließlich den Stuhl Petri besteigt. Und ihn zeichnet aus eine Kombination, ich bin mir gar nicht sicher, ob Kardinäle das heute mögen würden. Der kann einfach alles, dadurch fällt er auf. Er kann Krisen schlichten, er ist ein hervorragender Theologe, er hat eine großartige Bildung, er ist aufgeschlossen, er ist beweglich, er ist sehr entscheidungsfreudig. Das hat sich ein wenig geändert irgendwie in der Wahrnehmung. Aber damals genau brauchte man einen solchen Mann. Es ist das Zeitalter des zusammenbrechenden Römischen Reiches. Scharen aus der Völkerwanderung stehen immer wieder vor den Toren Roms. Alarich, Geiserich. Sie drohen, ganz Rom niederzubrennen, die Bevölkerung zu massakrieren, Frauen und Kinder Schreckliches anzutun. Und immer wieder ist es sein Verhandlungsgeschick, dass das Unheil von seiner Stadt, von der Stadt Petri und Pauli, abwendet. Und so sehr er hier in unserer Gegend, das ist ja damals am Ende der Welt auch gewesen, vielleicht heute noch, aktiv ist, um Krisen beizulegen, ist das auch am anderen Ende, etwa im Orient. Die Kirche ist damals noch geeint, aber die orientalischen Kirchen waren damals nicht unbedingt leichter, als sie heute sind. Es gibt dort, wie immer auch unter Bischöfen, heiße Köpfe, die ihre eigene Suppe kochen wollen, die sich so für so begabt halten, dass sie sagen, was brauchen wir den Stuhl Petri, das ist schön, das ist irgendwie eine fromme Zugabe, aber wir machen das hier auf unsere eigene Faust. Und so sehr es hier in Arles einen Bischof Hilarius gibt, den Leo absetzt durch eine Synode, auch durch seine eigene Entscheidung,
weil er genau das tut, so tut er das auch in Thessaloniki, wo der apostolische Vikar für den Orient sitzt, für Griechenland und Thrakien, wie das damals hieß. Leo greift durch und er nimmt immer den Tag seiner Wahl zum Papst, um in Predigten darzulegen, was der Stuhl Petri bedeutet und was das Amt bedeutet, dessen, der auf diesem Stuhl Platz nimmt. In ihm, so sagt er, lebt Petrus weiter. In ihm lebt das Bekenntnis des Petrus weiter. Es kommt nicht so sehr auf die Person an, sondern auf das, was das Amt ausmacht. Und in einer dieser großen dogmatischen Streitigkeiten, von denen ich vorhin sprach, kommt es dazu, dass der Kaiser endlich ein Konzil einberuft und als die dogmatische Stellungnahme, die auf einer vorigen Synode verhindert wurde, als sie dann vorgelesen wird durch die Legaten, durch die Delegation des Papstes, alle einmütig aufspringen und rufen, Petrus hat durch Leo gesprochen. Genau das, was da gelesen wurde, glauben wir. Ein ganz starker Moment. Nicht für Leo persönlich, sondern für die Kirche, für ihre Einheit, für die Weisheit, die sich ausdrückt, wenn man am Bekenntnis des Petrus festhält und immer orientiert bleibt auf die Weisheit Gottes hin, die aus dem Mund Gottes hervorgeht, auf Christus selber, der Mensch geworden ist und zugleich Gott ist. Beides zu bekennen, auch sich zu bekennen zu den Strukturen der Kirche, die Leo mit grundgelegt hat, die er sozusagen verstanden hat. Grundgelegt sind sie im Neuen Testament. Aber die er verstanden hat und in seine Zeit zu übersetzen wusste. Das ist eine große Aufgabe, vor der wir auch heute stehen, wenn die Einheit der Kirche weiter wachsen soll.